Aus der letzten Woche Kernel Regressions bisecten. Genau, einfach nur so als kleiner Hinweis darüber, was ich da gelernt habe und was ihr vielleicht auch mitnehmen könnt. Der Disclaimer dazu ist, ich habe auch keine Ahnung von dem, was ich tue. Das heißt, wenn ihr die Hoffnung habt, dass ich all eure Probleme mit diesem Vortrag lösen kann, ist das natürlich nicht der Fall. Too bad, ne? Nicht alle Hardware- und Linux-relateden Probleme lassen sich hier fixen. Aber ich dachte, ich gebe das einfach mal mit. Genau. Der erste Part ist so ein bisschen der, es gibt einen Bug. Das ist was, was man entweder schmerzhaft feststellt, wenn man es direkt sieht, oder vielleicht gar nicht direkt merkt. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Gerät das erste Mal in den Sleep schickt oder so, dann macht der Kernel auf einmal ganz weirde Dinge. Oder wenn man ja, genau, irgendwelche besonderen Ereignisse haben muss, wie zum Beispiel viel Load oder so, dass dann irgendwas crasht. Oder wie es jetzt bei mir in dem Fall war, es ist irgendwie gar nicht so wirklich was kaputt gegangen, aber am Log war nachher erkennbar, dass irgendwas nicht stimmt. Die Vorgeschichte dazu ist so ein bisschen die, dass der Release Candidate für den neuen Stable Kernel released wurde und ich irgendwie Lust hatte, das mal zu testen, einfach so aus Interesse. Dementsprechend habe ich mir das angeschaut, mal auf meiner Hardware hier installiert und geguckt, ob alles gut ist. Da gibt es im Auer zum Beispiel einen Package Build dazu, mit dem man dann eben ganz einfach den neuesten Mainline-Kernel bauen kann. Habe ich dann zusammengebaut und auf meinem PC installiert, rebootet und alles hat funktioniert. Dann war ich so ein bisschen so, okay, ich wollte hier irgendwie was testen, wo sind die Bugs? Zum Glück aber hat nicht ganz alles funktioniert, das ist natürlich herrlich. Und deswegen habe ich im Journal mal nachgeschaut. Und so ein bisschen geguckt, ob wirklich alles gut gegangen ist. Und dann bin ich jetzt durchgescrollt und alles war irgendwie in Ordnung. Bis man irgendwann mal an einer Stelle vorbeikam. Nämlich, ihr sagt einfach mal, wenn ihr was seht. Okay, du magst mal von oben. Wo? Ah, das sieht doch noch okay aus. Normalerweise wird sowas dann rot gemacht. Wir schauen nochmal. Hier, das sieht doch ein bisschen sus aus, oder? Das ist so ein komischer Stack Trace und irgendeine rote Meldung dazu. Ich dachte, das sieht doch eigentlich ganz gut aus so für eine Vorlage, was in einem Release-Candidate noch nicht ganz so passt. Okay, das heißt, was? Not tainted. Genau, das heißt, der Bug war quasi auf einem clean Kernel nachzuvollziehen, der auch nur vom Upstream gebaut war. So, jetzt ist also die grundlegende Annahme, gut, okay, dann finde ich jetzt halt eben mal raus, warum da irgendwie was schief geht. So viel Revision kann es ja quasi seit dem letzten Release noch nicht geben. Jetzt ist der Linux-Kernel aber der Linux-Kernel und man stellt fest, dass zwischen dem letzten Stable Release und diesem Release-Candidate entspannte 13.000 Commits liegen. Und deswegen ist das so ein bisschen die Motivation für das, was Git Bisect macht, nämlich eine binäre Suche auf dieser gegebenen Commit-Range statt einem linearen Testen quasi, wo man dann jeden Commit durchchecken müsste. Das Ganze funktioniert so, dass man eben in einem gegebenen Git-Repo einen Git Bisect aufruft und hier eben dann direkt mal sagt, okay, wir haben hier den schlechten Commit, also von dem ich weiß, dass er irgendwie ein Problem hat. Und den guten Commit, wo ich weiß, dass der hier eben gut funktioniert, und überlegt dann einen kurzen Moment und gibt mir eine Revision, von der er gern hätte, dass ich sie teste. Genau, und dann sage ich ihm irgendwie, war die good oder war die bad? Ist er good? So, dann überlegt er nochmal kurz. Genau, und dazwischen folgt aber natürlich wirkliches Testen. Das habe ich jetzt hier nur eben mal zum Spaß gemacht. Genau, die Frage, die man jetzt also hat, mit dem, dass einem Git Bisect Stück für Stück Revision entgegenwirft, was mache ich mit jeder Revision? Wie teste ich, dass diese Revision funktioniert oder nicht funktioniert? Genau, ich
habe natürlich irgendwie, weil das so die Art und Weise ist, wie ich mich, oder ein Bereich ist, in dem ich mich gut auskenne, nach einem entsprechenden Package-Build gesucht, weil auf dem Laptop ist auch Encryption und so, dann ist das alles ein bisschen Pain, nur direkt aufzusetzen, also mit irgendwie dem Makefile vom Kernel nur, sondern dann müsste ich eben entsprechend auch von Hand noch irgendwie meine Init-CPIOs und sonst was bauen. Oder wie auch immer, was das angeht, verstehe ich den Boot-Prozess ehrlich gesagt auch noch nicht gut genug. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme einfach die Tools, die ich kenne, und habe mir deswegen das Package-Build, mit dem ich initial überhaupt diesen Kernel installiert habe, modifiziert. Und das habe ich auf die Art und Weise gemacht, dass es jetzt nicht mehr von dem vorgegebenen Tag baut, sondern von dem Commit, den ich ihm gebe, dass es die Docs nicht baut, weil das dauert auch viel zu lange und die brauche ich ja gar nicht. Und dass ich eine Spezialfunktion quasi in das Package Build einbaue, die jeweils die aktuelle Version aus dem Git noch in die Version des Pakets mit enkodiert, damit ich jeweils weiß, quasi welches Paket ist welchem Commit zuordnen war und es im Zweifelsfall quasi im Nachhinein nochmal ohne Neubauen nachvollziehen kann. Genau, die Änderungen können wir uns auch einmal kurz angucken. Genau, das heißt, hier habe ich eben diese Commit-Variable eingebaut statt der Tag-Variable und die dann eben unten auch auf der Source gesetzt, also hier ganz hinten, ja, da. Und ihr seht schon, da hängt auch ein Fixed-Punkt-Patch drin. Das ist der, mit dem ich dann nachher den Fix getestet habe. Genau, dann ist eben hier diese Funktion schön aus dem Wiki rein kopiert und die Docs einmal gejankt. Das braucht ja keiner. Genau, ein weiterer netter Vorteil an dem, das hatte ich ja vorher schon erwähnt, ist jetzt, dass ich quasi die Systemtools auch für alles andere nutzen kann, dass ich auch die Build-Infrastruktur, die mir für Pakete zur Verfügung steht, nutzen kann. Also, dass ich das nicht auf meinem crappy Laptop mit irgendwie 12 Kernen bauen muss, sondern unsere Build-Kiste mit irgendwie 96 Kernen nutzen kann, was dann natürlich die Build-Time oder die Iterationszeit pro Revision stark verkürzt. Genau, so viel mal zu dem, wie ich das ganz praktisch getestet habe. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich auch fand, dass die Fehlermeldung verdächtig sich nach Hardware anhört. Also das heißt, hier steht irgendwas mit AMD drin. Das hat mich jetzt glauben lassen, dass das irgendwie von meiner Hardware abhängt und zum Beispiel nicht in einer VM easy testbar ist. Genau. Deswegen bin ich auch, wie gesagt, diesen Weg gegangen. Das bedeutet jetzt aber auch de facto, dass ich quasi einen potenziell nicht mal Release-Candidate-Kernel auf meinem Produktionssystem installiere. Das heißt, im Zweifelsfall möchte ich gute Backups von dem System haben. Habe ich aber sowieso. Genau, eine weitere Möglichkeit, wie man das Ganze testen kann, möchte ich hier auch noch aufzeigen. Es gibt ein Tool, das heißt MKOSI oder MakeOSI, mit dem man ja einen Baum bauen kann, eine Dateistruktur, die von einem gewissen Linux kommen könnte oder kommt. Und das kann diese Dateistruktur dann auch in verschiedene Output-Formate bauen und nachher booten. Das ist ein Tool, was quasi aus der Systemd-Familie kommt und die Idee ist, dass es einem helfen soll, Image-Based Systeme aufzusetzen. Genau, und das ganz unabhängig von dem Host, auf dem das läuft, unterstützt das über so Change-Routing-Magie gängige Linux-Distributionen. Das heißt, hier auf meinem Arch kann ich zum Beispiel jetzt auch einen Debian-Image bilden, weil das sich eben entsprechend abkapselt. Auf diesem Tool aufbauend hat jemand von diesem Projekt ein anderes Tool gebaut, mit dem man sehr einfach Kernel-Images bauen und booten kann. Dem muss man eigentlich nur eine Kernel-Config und so eine kleine Config für das Tool selbst geben, wo man ihm sagt, wo irgendwie der Kernel-Tree liegt und welche Distribution man da dann nachher gerne hätte. Genau, und dann geht er eben her, baut irgendwie so ein bisschen Tools zusammen, baut ein Init-RAMFS, baut was auch immer und bootet das resultierende Image dann in einem QEMU. Und das kann ich euch gerade auch mal noch zeigen. Das ist, wenn man das mal aufgesetzt hat, tatsächlich relativ einfach. Man lässt den einfach losrennen, dann führt er die Config eben aus. Ich habe das jetzt schon mal vorkompiliert, sonst dauert das natürlich relativ lang.
Genau, aber nur, dass ihr da vielleicht mal so eine grobe Idee davon kriegt, wie das sich nachher so anfühlt. I.O. ist auf dem Laptop nicht so schnell wegen Encryption. Da könnte man bestimmt noch einige Tricks benutzen. Das habe ich an dem Punkt aber nicht. Ja, genau. Genau, das ist jetzt das, was man vielleicht eher nochmal so kennt als den Output vom Makefile des Kernels. Und jetzt müsste man ihn gleich nochmal so ein paar Bildschritte machen sehen eben. Und dann, genau, sobald das Bilden eben fertig ist, bootet er das entsprechende Image. Ich hätte echt Pausenmusik gebraucht. Genau, die 99 wird gesetzt, weil es eine Development-Version ist oder weil es quasi direkt von Git gebaut wird und nicht von einem speziellen Tag oder so. Genau, und jetzt startet das QEMU. Dann sieht man ja auch schon, okay, er hat irgendwie Debian-Output gebracht. Und jetzt habe ich eine ganz normale Shell quasi in einem Debian, was auf einer virtuellen Maschine gebaut wird. Also quasi das Coole ist, man hat einen Command, gibt den Linux-Tree an und dann bootet und baut, dann baut er das und bootet einem das. Genau. Das vielleicht dazu noch. So, jetzt ist es aber so, jetzt haben wir quasi fleißig gebisected und mit, in meinem Fall mit dem Package-Build eben rausgefunden, welcher Commit der ist, der das ungute Verhalten auf diesem System auslöst. Das heißt, am Ende der Bisection spuckt er einem halt irgendwie so einen Commit-Hash aus und sagt, dieses ist der böse Commit, zumindest wenn du mir bisher die richtigen Inputs gegeben hast. Und das war in meinem Fall eben dieser. Und ich war so ein bisschen beruhigt, weil ich dachte, okay, da steht schon mal irgendwas mit ACPI drin, was wir hier oben auch irgendwo zumindest drin sehen, ne? Also in der Fehlermeldung. Das heißt, ich bin jetzt hoffentlich nicht ganz falsch abgebogen, weil ich hatte jetzt so ein bisschen Bedenken, dass wenn ich das Ganze reporte, dass die Leute sagen, ja, überprüf mal bitte nochmal, ob die Bisection richtig war, weil irgendwie der Commit hat eigentlich gar nichts mit der Art Fehler zu tun. Genau, wenn man also so einen Bug-Report aufmacht, muss man erstmal die Guidelines lesen, gerade als jemand, der vielleicht nicht so affin ist mit der Kernel-Community, wie zum Beispiel ich. Und das heißt unter anderem eben, dass man die Reproduzierbarkeit des Bugs sicherstellt, ganz speziell eben ohne die Distro-Patches. Oft ist es nämlich so, dass die Distros einfach die Stable Kernels shippen, die nochmal anders sind von den regulären quasi Mainline-Kerneln. Und man sollte zusätzlich eben auch noch schauen, dass die neueste Version diesen Bug auch noch hat, weil wenn man nachher ein Problem reportet, was längst schon gefixt ist, ist ja niemand geholfen. Genau, dann möchte man natürlich zusätzlich noch nach Duplikaten oder überhaupt schauen, ob dieser Bug-Report schon mal irgendwo gemacht wurde, entweder in einem Distro-Bug-Tracker oder irgendwo upstream, also auf den Linux-Kernel-Mailinglisten oder eben im Bugzilla. Und wenn man sich dann sicher ist, dass eben all das gegeben ist, muss man die richtige Stelle finden, um diesen Bug aufzumachen. Dafür hat man hier dieses Maintainers-File und in dem steht irgendwie drin verschiedene Sachen, CPI, verschiedene Sachen über die entsprechende Region im Kernel. Ich weiß jetzt eben entsprechend schon, welches File den Bug ausgelöst hat. Das heißt, ich muss keinen generischen Bug-Tracker quasi verwenden, sondern kann konkret den für diese
diese Subregionen im Kernel verwenden und das ist hier eben mit B angegeben, wo man den Bug reporten soll. Das heißt, einfach im Bugzilla einen Bug aufmachen. So, okay, dann dachte ich, gesagt, getan, ich mache hier einfach mal so einen Bug auf. Und das habe ich dann gemacht und geschrieben, hey, ich kriege da hier diesen Call Trace, hier ist das volle D-Message und mit meiner Bisection bin ich am folgenden Commit gelandet. Ich war happy und dachte, ich habe alles richtig gemacht. Was dann passiert ist, war, es ist gar nichts passiert und dann war ich ein bisschen unruhig, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich mir hier Arbeit gemacht und keiner guckt das an, das ist ja irgendwie schade. Genau, und dann habe ich den Bug nochmal quasi unter den konkreten Patch gepostet, der quasi das Problem ausgelöst hat. Das war der folgende. Und da vielleicht nochmal kurz als Hinweis, die Frage, die man sich jetzt stellen könnte, ich stehe nicht auf dieser Mailingliste, ich habe diese Mail nie bekommen, wie kann ich darauf antworten? Hier unten stehen quasi Infos, wie man das mit Git Sendmail machen kann. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe einfach meinen Mail-Client genommen, und so, ja, okay. Und mir die Mail runtergeladen und dann kann ich quasi jetzt hier auf diese Mail antworten und die ganzen Sachen sind schon richtig gesetzt. Ich habe das deswegen so gemacht, weil ich GitSendMail bisher nur benutzt habe, um irgendwie Patches abzuschicken und mir deswegen unsicher war, wie man das in dem Kontext benutzt. Und genau, dann habe ich das hier eben gemacht, hier irgendwie ein bisschen Text geschrieben. Ja. So, und dann sieht man ja schon, er hat die ganzen Empfänger und sowas richtig gesetzt und speziell eben die quasi auf welche Message das Ganze replied, dass es im richtigen Mailinglisten-Thread einsortiert wird, ist alles richtig gesetzt. Genau, das wollen wir vielleicht lieber nicht abschicken. Genau, dann haben die Leute das eben gekriegt, haben sich das angeguckt, weil die offensichtlich nicht auf dieser Bug-Reporting-Liste drauf stand, an die der vorherige Bug-Report ging. Und es wurden Vorschläge gemacht, was das Ganze, also wie man das Ganze mit Code lösen könnte. Einer, der bisher jetzt auch immerhin schon mal über die Mailinglisten ging, ist der folgende, dass man hier quasi einfach nochmal so eine extra Flag oder wie auch immer man das nennt, hinzufügt. Und das habe ich dann auch getestet, indem ich den Fix auf den Release-Kandidat drauf applied habe, also dass auch die Testumgebung nachher die gleiche ist und das System neu gebootet habe, so wie ich eben auch die Bisection gemacht habe und habe dann eben gesagt, dass das durch mich getestet wurde. Wichtig ist auch nochmal das, ich habe an der Stelle Tested By und nicht Reviewed By genommen, weil Reviewed By bedeuten würde, dass ich dem Test auf Code-Ebene quasi garantieren würde, dass er irgendwie das Richtige tut. Und ich muss sagen, ich verstehe den Code einfach zu wenig, als dass ich da irgendwie was mithelfen würde. Genau, und Tested By und Reviewed By und sind Sachen, die ich zum Beispiel auch alle gar nicht kannte. Oder also zumindest Tested By kannte ich nicht. Aber ich wusste, dass es sowas gibt und deswegen habe ich mir einfach in der Dokumentation zusammengesucht, genau, was man da jetzt setzt. Da ist gerade die Bug Reporting Guidelines Ding auch eine relativ gute Ressource. Genau, das heißt, es gibt jetzt immerhin mal eine Idee für einen Fix und vielleicht ist der im nächsten Release Candidate inkludiert, da darf man mal gespannt sein. Genau, so viel vielleicht mal auf dieser Reise von Bug bis zumindest potenzieller Lösung. Applied ist es noch nicht. Genau. Zusätzlich habe ich euch noch ein paar Ressourcen rausgeholt. Es gibt den Kernel Newbies IRC-Channel, wo man ja, auf die ein oder andere Frage nochmal Antworten bekommen kann. Es gibt diesen Issue Reporting Guidelines und den Guide, um Patches zu submitten. Es gibt auf der demnächst kommenden FOSDEM einen Talk von dem Autor von diesem MKOSI Kernel Tool, wie man das gut benutzen kann, um eben Kernel Hacking zu streamlinen und allgemein für das Tool noch eine Introduction. Genau, so viel zu meiner Reise. Wenn ihr Fragen habt, gerne jetzt. Es gibt eine Frage. Hast du jemals rausgefunden, was der Teil eigentlich macht von dem Code?
Genau, also es ist irgendwie so, dass quasi, also die Leute haben ja dann ein bisschen diskutiert und dass meine Hardware wohl irgendwie quasi irgendeinen Hardware-Pin oder was auch immer doppelt benutzt und man deswegen quasi sagen muss, dass es potenziell eben shared ist. Und das ist, glaube ich, was dieser Fix macht. Und dass es nur einmal passiert, weil was der Patch ändert, ist quasi, dass man die Initialisierung irgendwie parallel potenziell ausführen lässt und anscheinend gibt es da dann Probleme. Aber diese Erklärung, auf die würde ich mich nicht verlassen. Also auf dem verlinkten Thread mit dem Patch kann man eben nachher auch nachgucken. Genau, also es gibt diesen gesharten Interrupt zwischen dem GPIO-Controller und dem ACPI-Teil. Und dann, wenn die Flags nicht identisch sind, gibt es irgendwie diesen Error, den ich erlebt habe. Genau, deswegen ist es auch was sehr Hardware-spezifisches und vermutlich im automatischen Testing nicht aufgefallen. Eine weitere Frage? Nee, ich musste gar nichts machen, gar nichts Spezielles, um den Bug zu triggern. Es hat einfach gereicht, quasi das System zu booten und dann war, eben weil das in der Initialisierung von diesen Dingen passiert, der Trace schon im D-Message. Genau. Naja, gut, das löst ja ein anderes Problem. Also, wie gesagt, gelöst habe ich das, indem ich das gebaute Paket auf meinem System hart installiert habe und nicht irgendwie in der VM gebootet oder so. Eine Frage, ja? Cool. Genau, also ich habe nicht den Schritt gemacht mit Bug-Reporten, ist auch so ein bisschen die Motivation, warum ich quasi hier meine Erfahrungen diesbezüglich teile. Ich finde, das ist ein zeitaufwendiger Prozess, aber nicht zwingend ein besonders schwerer. Und ich erlebe immer wieder, dass Leute in irgendwelchen Support-Channels oder so sehen, okay, es gibt ein Problem mit der Version des Kernels auf meiner Hardware. Dass sie dann sagen, okay, ich downgrade und möchte von dem Problem nichts mehr wissen. Irgendein anderer wird es schon fixen. Und genau, bei manchen Sachen ist das so, auf manch anderen Sachen ist es halt sehr spezifisch für die Hardware, die man selbst hat. Und deswegen, genau, gerade bei Sachen, die frisch released wurden, ist es echt manchmal ganz cool, wenn man den wirklichen Commit dann rausfindet, der den Bug eben verursacht. Okay. Okay, Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Jetzt? Genau, also es sind nachher, glaube ich musste das 11 Mal machen oder so. Also
überschaubar oft. Gerade dadurch eben, dass ich eine recht starke Bildmaschine für den Kernel hatte, hat dann einmal bauen, ich glaube, 5 oder 6 Minuten gedauert. Und das lief dann halt immer so ein bisschen nebenher. Und man kann das automatisieren und dafür zum Beispiel gerade so ein Tool wie dieses MKOSI einsetzen. Aber dadurch, dass das ja spezifisch für meine Hardware war und ich da immer mich einloggen muss und sowas und dann eben händisch auch im D-Message verifizieren muss, dass der Bug noch da ist, genau, waren die Sachen immer relativ manuell. Genau, aber auch hat jetzt nicht allzu lange gedauert. Hat eigentlich meistens so ein bisschen gedauert, bis dann. Also, bis ich dann wieder Zeit hatte, um an meinem Laptop weiterzuarbeiten, weil ich das auch nicht die ganze Zeit gemacht habe. Ja, eine Frage noch? Nee, genau, also ich habe die Sachen jeweils in einem quasi frischen CH-Root gebaut, weil die Maschine, auf der ich gebaut habe, quasi so ausgelegt ist, dass man dort die Pakete baut. Es wäre natürlich auch schnell gegangen, wenn man quasi, also wenn Make jeweils nur die Teile hätte rebuilden müssen, die sich wirklich geändert haben. Aber dadurch, dass ich wusste, dass die Maschine quasi sonst schon um eine Größenordnung schneller ist, habe ich gesagt, gut, dann baue halt immer von null. Und Das nicht von null an geht auch recht schnell. genau. Weitere Fragen? Eine noch? Hast du mal geschaut, ob es dafür eine Automatisierung gibt? Inwiefern? Für echte Hardware. Ach so, für echte Hardware geht das bestimmt, weil irgendwie laufen diese Bisection Pipelines vom Kernel selbst ja auch. Also es gibt Bots, die das machen auf echter Hardware. Allerdings keine Ahnung, wie das funktioniert. Also es geht bestimmt. Genau, wahrscheinlich irgendwas, was Serial abgreift und dann damit arbeitet. Cool. Dann danke fürs Zuhören.